Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Kanal des Laser King. Wir spielen heute mal wieder Landwirtschaftssimulator 22 RP und zwar das Ganze auf der Ellerbach Map. Wir haben jetzt gerade oben, wie ihr seht, eingeblendet Fortschritt. Wir haben jetzt gerade einen Einsatz reinbekommen, jetzt habe ich hier fast schon zu viel gezeigt. Und zwar haben wir gerade einen Einsatz reinbekommen, mehrere Strohballen brennen auf einem Feld. Dort fahren wir direkt mal zur Feuerwache. So, schnell hin. Los, weg da. Und los geht's. Oh, ja. Sicherheit auf der Fahrt zum Gerätehaus ist auf jeden Fall vorhanden. So, wir parken hier einmal hin. Und dann dürfen wir unser HLF nehmen. Mehrere Strohballen brennen auf einem Feld. Da ist schon mal das Tor offen. Und dann, ja, gehen wir mal rein und starten direkt rein in den Einsatz. Und wo geht es jetzt hier durch? Hier laufen wir einmal durch die Fahrzeughalle. Die brauchen wir heute alle nicht. So, und dann geht's los. So, dann sind wir auch schon auf der Einsatzfahrt. Wir machen uns jetzt natürlich schon mal Gedanken, was da so passiert sein könnte und überlegen uns jetzt einfach mal, wie der Einsatz so ablaufen könnte. Und dann sind wir auch gleich am Einsatzort. Wie fahren wir da jetzt am besten hin? Können wir da hier rein irgendwie? Mal gucken, da oben ist es, ja. Fahren wir jetzt hier mal durch das Feld. So halbwegs. Und dann sind wir angekommen. Warum fährt jetzt der Lichtmaß aus? Den brauchen wir nicht. So, wir sind am Einsatzort. Kurz ein Screenshot. Screenshot, zack. Und dann sind wir angekommen und löschen das Ganze jetzt mal. So. Ja, auf dem Feld von der Franziska Huggentobler brennen auf jeden Fall ihre Strohballen. Also, da sind wir hier gerade echt beschäftigt. Ja, alles hier ein bisschen kritisch. So, wo haben wir jetzt hier noch den besten Triggerpunkt? Hier am besten. Oh. So. Hier sieht es auf jeden Fall nicht so gut, aber gut, dass nicht hier auf die Bäume oder sonst was übergegriffen ist. Dass da nichts weiter passiert ist. Da dazwischen noch ein bisschen. So. Ja, das ist jetzt quasi unser neues RP-Projekt hier auf der
Map Ellerbach. Ich hoffe, euch gefällt's. In Zukunft werden nicht nur Feuerwehreinsätze kommen, sondern auch Rettungsdiensteinsätze. Ich habe für euch viel vorbereitet. Wir sind auch gerade vorher an der Rettungswache vorbeigefahren. Jetzt fahren wir nur mal wieder zurück auf die Straße. So, da. Gefällt mir persönlich sehr gut, dieses Fahrzeug. Habt ihr ja schon in der ein oder anderen... Hoppala. Vor lauter rumschauen. In der ein oder anderen letzten RP-Folge gesehen. Ja, wollen wir hier mal nicht den Gartenzaun zusammenfahren. Genau hier hinten rechts, ich weiß nicht, wann man es sieht, befindet sich dann die Rettungswache vom Rettungsdienst. Mit Notarzt und Rettungswagen. Genau, die kommt jetzt da. Oh, die kommt jetzt da. Vorne. Vor uns, genau. Da kann ich euch mal einen kurzen Einblick geben. Das ist nur ein bisschen am Backen, weil hier der Rettungswagen so viel Ressourcen verbraucht. Genau, wir haben hier einmal den Rettungswagen, der wird dann auch benutzt. Einmal hinten rechts noch ein Notarzt hier und da noch ein Feuerwehrfahrzeug. Das habe ich einfach damit untergebracht. Genau so sieht es quasi aus. Wir fahren allerdings wieder zurück zur Feuerwehrwache. Oder zum Gerätehaus, besser gesagt. Alles sehr verwinkelt, sehr eng hier. Genau, so. Blick in den Spiegel geworfen. Da sind wir noch nicht richtig. So, jetzt aber. Oh. So, dann haben wir das. Bisschen zur Seite. Geschafft. So. Das hätten wir. Ja, das war eine kleine Folge von der RP-Map. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt und ihr weiterhin Folgen von der RP-Map Ellerbach sehen wollt, dann abonniert meinen YouTube-Kanal. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Entweder noch dieses Wochenende oder dann am Dienstag. Ich freue mich auf euch, habt noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Bis bald und ciao.